Eine vermisste Person in Vorpommern-Greifswald. Das Auto des Gesuchten wurde zuletzt in Wusterhusen gesehen. Auch Freunde und Verwandte wurden bereits gefragt, keine Spur. In so einem Fall sind neben Polizeihubschraubern und Streifenwagen vor allem unsere schnüffelnden Freunde des DRK-Kreisverbandes Ostvorpommern gefragt. Wir sind dafür da, vermisste Personen zu suchen. Insbesondere gerade demente Personen aus dem Altersheim sind so diejenigen, die wir besonders häufig suchen. Oder auch suizidale Personen, gelegentlich auch mal Kinder, die abhanden gekommen sind. Und ja, dafür trainieren wir mehrfach die Woche. Die Helferinnen und Helfer retten die vermissten Personen im Übrigen ehrenamtlich. Dabei ist es nicht zwingend erforderlich, einer der Hundeführer zu sein. Manpower ist das A und O beim DRK. Denn für eine Suchaktion braucht es etwas mehr als nur die Spürnase. Wir suchen auf verschiedene Weisen. Wir sind also eine sogenannte Ortungsstaffel mit Drohnen, mit Rettungshunden und eben mit Menschen, die noch zusätzlich dabei sind. Wir werden im Durchschnitt, sagen wir mal, alle 14 Tage einmal haben wir im Durchschnitt einen Einsatz. Und dann fährt eben raus, wer kann, ehrenamtlich. Es wird alarmiert und dann sagt jeder, ja, ich kann oder ich kann nicht. Und diese Einsätze sind eben bevorzugt nachts. Die meisten Einsätze sind nachts. Und nicht jeder kann eben auch immer nachts dann für einen Einsatz zur Verfügung stehen. Kommt es zum Ernstfall, ist das Team routiniert. Die einzige Spur, die wir von unserer vermissten Person haben, ist das geparkte Auto in Wusterhusen. Nach einer kurzen Einweisung vom Einsatzleiter wird das Team genau dort beginnen. Da werden wir, wenn wir im Ort anfangen, immer einen Mantrailer einsetzen, also einen Individual-Personenspürhund. Dieser Hund sucht nach einem Geruchsvorhalt, nach einer bestimmten Person. Das tut er an der Leine, weil im Dorf wäre es schlecht ohne Leine. Schnell hat er die Fährte aufgenommen und verfolgt sie zielstrebig. Trotz Leine ist es gar nicht so einfach, hinterherzukommen. Vor allem nicht für unseren Kameramann. Es ist so, dass wir den Mantrailer haben, damit er eine Richtung angibt, wenn wir an einem Einsatzort sind, dann an dem Verschwindepunkt, dass man eine grobe Richtung hat, wo könnte die Person denn hingegangen sein. Und wenn das dann aber raus ins Freie geht irgendwo, in Feld und Wald und Wiese, dann ist es effektiver, sogenannte Flächensuchhunde einzusetzen. Flächensuchhunde suchen jeglichen menschlichen Geruch, frischen menschlichen Geruch. Das heißt, wenn eben eine Person hier dann irgendwo liegt, dann sollte der Flächenhund darauf anspringen und sagen, hier liegt einer, hier muss ich hin. Und der sucht ohne Leine, der sucht frei. Die Einsatzkräfte werden dann durch Verbellen oder Rückverweisen an den Ort geführt, wo die gesuchte Person liegt. Das kennt man so von den Lassie-Filmen, läuft hin und her und holt Hilfe. Das ist der Rückverweiser, der zeigt dann eben auf eine andere Weise an. Der Verbeller, der bleibt bei der Person so lange, bis sein Hundeführer kommt und bellt, bis dieser dann da ist. Zusätzlich zum Rettungshund starten auch die Drohnen. Mittels Wärmebildkameras können sie selbst in der tiefsten Nacht dabei helfen, eine Person aufzuspüren. Die Einsatzkräfte geben jederzeit ihr Bestes, die Vermissten zu finden, doch manchmal ist das gar nicht so einfach. Es gibt demente Personen, die sehr gut zu Fuß sind. Das ist eigentlich so die schwierigste Klientel, sag ich mal, weil die können manchmal auch schon 5, 6, 7, 8, 10 Kilometer weg sein. Und das ist natürlich irrsinnig schwierig, weil man nicht weiß, wo man dann suchen soll. Was man wirklich einigermaßen gut finden kann, ist die sogenannte echt hilflose Person. Das heißt, derjenige, der ein Stückchen gegangen ist, weil er schlecht zu Fuß ist, umgefallen ist und nicht wieder hochkommt zum Beispiel. Den kann man relativ gut finden und da haben die Hunde auch eine ganz gute Quote im Gegensatz zum Menschen. Ein Flächenhund kann nämlich in einer Stunde ca. 9 bis 10 Hektar Fläche ablaufen. Das schafft keine Hundertschaft. Hunde können je nach Witterung und Windrichtung mehrere Kilometer weit riechen. Und außerdem sind die flauschigen Vierbeiner wohl die süßesten Rettungskräfte, um in Not zu helfen.